Unser Thema ist die Grundherrschaft. Aber was ist das eigentlich? Nun ja, im Mittelalter gab es Grundherren. Das waren Adlige wie Grafen, Ritter, Bischöfe oder Äbte. Auch Frauen konnten Grundherren sein. Die Menschen, die auf dem Land der Grundherren arbeiteten und lebten, hießen Leibeigene und gehörten dem Herren. Sie waren nicht frei. Im Gegensatz zu den Leibeigenen hatten Hörige eigene Rechte. Diese gaben ihren gesamten Besitz einem Grundherren. Dafür mussten sie nicht in den Krieg ziehen. Und der Grundherr versprach, ihm und seiner Familie zu schützen und dafür zu sorgen, dass sie nicht hungern. Der Bauer musste im Gegenzug sein Land weiter bewirtschaften, um Abgaben zu leisten. Außerdem musste der Bauer manchmal zum Grundherrn, um sein Land zu bewirtschaften. Die Grundherrschaft bestand etwa 1000 Jahre. Da die Transporte der Abgaben sehr aufwendig waren, setzte sich zunehmend die Geldwirtschaft durch. Die Grundherrschaft hielt noch bis ins 19. Jahrhundert. Dann wurde sie jedoch als ungerecht empfunden, weil zum Beispiel, wenn ein Bauer starb, musste die Witwe das beste Stück Vieh dem Grundherrn geben. Deshalb starb sie bis zum Ende des 19. Jahrhunderts aus.